Knapp 24 Stunden Fahrzeit liegen zwischen dem Landkreis Kloppenburg und Bar bei Winnyzja in der Ukraine. Auch wenn hier im Westen des Landes keine Kämpfe stattgefunden haben, ist der Krieg doch spürbar. Es fehlt am nötigsten und zudem sorgen die russischen Raketenangriffe immer wieder für Stromausfälle. Um den Menschen in ihrer Not zu helfen, starteten seit Beginn des Krieges immer wieder Hilfstransporte aus dem Landkreis Kloppenburg in die Ukraine. Organisiert haben die Fahrten der ehemalige Unternehmer Fritz Diekerdes und sein Freund Juri Brischten. Die Sachspenden kommen dabei aus dem ganzen Landkreis Kloppenburg und auch darüber hinaus. So auch dieses Mal: Mehl, Konserven, warme Winterbekleidung, technische Geräte und mehrere Generatoren zur Stromerzeugung werden von Luis Brischten, dem Sohn von Juri, nach Bar gefahren. Hier werden die dringend benötigten Güter von Helfern rund um Valodia Wasilchenko, dem Pastor der evangelischen Freikirche in Bar, in Empfang genommen. Die Waren werden zunächst im Keller der Kirche gelagert. Aus dem Mehl soll Brot gebacken und aus den Konserven Mahlzeiten zubereitet werden, die dann an Bedürftige im ganzen Land bis nach Cherson verteilt werden sollen. Pastor Valodia Wasilchenko und seine Helfer zeigen sich sichtlich dankbar. Wir sind Gott dankbar für euch und eure Arbeit. Gottes Segen sei über euch. Danke, danke.